Hier ist nichts mehr, oder? Barbas schiebt mich auch schon wieder weg. Ah, ich reg mich da gar nicht mehr auf. So, die zwei Fallen deaktivieren. Oh, Truhe. Stein und sonst ist hier nichts, oder? Ja. Oh. Hallo, Falle. So, mal kurz die Fallen alle auslösen. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Obwohl ich glaube, dass uns gleich diese Falle hier erwischen wird. Hallo Falle. Sehr intelligente Falle. Muss ich mal sagen. Die trifft uns ja nicht mal. Oh, shit. Aber die hätte uns fast getroffen. Das war dann die intelligentere Falle der, von allen da drin. Jetzt müssen wir wieder zu Silus zurück und die Quest abgeben. Das machen wir, glaube ich, auch gleich. Der müsste ja in Dämmerstern rumgurken, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, dass dann das Abschließen dieser Quest wenigstens als Helfen der Einwohner von Pale zählt. Also als Hilfsquest, ihr wisst, was ich meine. Obwohl ich wahrscheinlich, obwohl ich gerade selber nicht weiß, was ich überhaupt meine. Irgendwie doof. Schneit es? Oder tut es nur so? Nee, es gewittert. Ist natürlich auch eine Option. Dämmerstern. Kurz ab dahin. Und da mal einen Überblick über die Quests verschaffen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt tatsächlich nicht mehr so viele Quests haben und nach Markart gehen müssen. Natürlich haben wir Einsamkeit auch bisher nicht wirklich erkundet. Das heißt, dass da auch noch ein Haufen Quests auf uns warten. Und natürlich die Hauptquest. Die wir ja immer noch vor uns haben. Und irgendwie nie weiterbringen. Ich weiß nicht warum. Gibt einfach zu viele Nebenquests hier, vermute ich mal. So, hier ist diesmal kein Drache, oder? Ausnahmsweise mal nicht. Was ist das da oben eigentlich? Mal gleich raufschauen. Hopp und rein. Hallo, Silus. Es ist seltsam, ich hab die Bruchstücke. Sieht nur. Die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure... Jetzt fehlt nur noch der Knopf. Bla bla bla. Kennen wir. So. Ach, Barbas. Ja, Champion von Azura. Nicht Ariana, Himmelsrand. Danke. Mann, die Begleiter sind auch nervig manchmal, ey. Jetzt schauen wir doch mal, was uns da oben erwartet. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Hier ist erstens nochmal eine Hütte oder sowas. Interesting. Die schaue ich mir zuerst mal an, kurz. Da unten. Zuflucht. Was? Aktivieren. Schwarze Tür. Das ist die größte Illusion des Lebens. Was weiß ich? Dem, bei dem ihr eine Dame in zwei Teile zersägt? Seid ihr glücklich verheiratet oder Träume sind Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist in Wahrheit ein Traum? Ja, kann ich mal anbieten. Ihr seid unwürdig. Ah, verdammt. Alter. Ach, das war Barbas, der mich hier zum Rütteln gebracht hat. Mal nochmal durchprobieren. Seid ihr glücklich verheiratet? Ah, verdammt. Was halt die dritte Option. Illusion des Lebens. Mann, Mann, Mann. Den, bei dem ihr eine Dame in zwei Teile zersägt? Ihr seid unwürdig. Hä? Ich komme hier gar nicht rein, oder wie? Oder? Ich hab eine Idee. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber... Probieren wir einfach mal. Oh. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Geht auch nicht. Okay.
Also irgendwie, naja, ist das ja doof. Dann halt nicht. Feuerblitz wollte ich. Wenn uns die Tür nicht reinlassen will, dann würde ich sagen, ja, ist das halt so. Unfreundliche Tür. Ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwann nochmal was. Wenn nicht, dann, ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als nicht reinzugehen. Ach, hier komme ich schon wieder nicht rauf. Aber hier. Das müsste der Leuchtturm sein, den wir letztes Mal erkundet haben, oder? Hier ist gar nichts. Ach, das ist ein Leuchtfeuer, ein einfaches. Ach so. Na dann. Können wir jetzt den Einwohnern von Paelia noch irgendwie helfen? Ich schau mal gleich die Quests durch. So. Bruchstücke der Vergangenheit. Da brauchen wir nur noch den Knauf von der Klinge da. Beschaffe dir Barbas Hilfe mit die mit Barbas Hilfe die Axt der Reue. Das ist Falkenring. Im Rattenweg nach Esperns Verstecksuchen ist die Hauptquest. Geschäftliche Angelegenheiten. Sorry, wenn ich jetzt mal meine Prinzipien verletze oder so, aber ich schaue jetzt einfach mal. Das müsste ja ein Riften sein, oder? Yo. Alle drei Riften. Mach mal das doch kurz mal. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es mit den Quests hier weitergehen würde. Ich bin ja eigentlich nicht der kriminelle Typ hier drin im Spiel. Habe ich ja schon mal erwähnt. Aber manchmal muss man da vielleicht ein paar Ausnahmen machen. Oh weh, oh weh, so viele Questpfeile. Gut, eigentlich sind es nur drei, aber es geht ums Prinzip. Ihr wisst, was ich meine. So, wo ist der Herr jetzt? Ach da. Benina, was Hallo wollt Helga. Ihr? Ich habe übrigens eine Nachricht von Brynjolf. Was will er denn nun schon wieder? Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abpressen kann. Es geht nicht mehr nur um Geld. Hör zu. Ich kann kein Geld herbeizaubern, wo keins ist. Bitte seid doch vernünftig. Ich werde nächsten Monat bezahlen. Unsere Geduld ist am Ende. Auch meine Geduld ist am Ende. Was hat es denn für einen Sinn zu bezahlen? Eure Leute kommen ja nicht einmal mit sich selbst zurecht. Genauso gut könnte ich das Gold gleich in die Gosse werfen. Mich könnt ihr mit euren Drohgebärden nicht einschüchtern. An euch zahle ich nicht eine müde Münze. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Geht das? Fragt so viel ihr wollt. Nee. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Naja, die Quest lasse ich. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte hier keinem Schaden zufügen. Ich spiele auf der guten Seite der Macht. Aber was ich jetzt machen könnte... Ups. Da... Mal kurz die Hauptquest weitermachen. Und das Versteck von irgendwem finden. Elgrims Elixiere. Ach, cool. Da ist noch ein Laden unten. Sag mal auch mal, muss man auch mal einer sagen. Ich bin recht beschäftigt, aber wenn ihr irgendwelche Tränke oder Zutaten braucht, dann sagt einfach... Seid ihr hier, um Unterricht zu nehmen, so wie Ingun? Oder wollt ihr etwas kaufen? Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Können wir da nicht ein bisschen was verkaufen? Aus der Widerstand nutzen wir eh nie. Habe ich alles schon mal erwähnt. Gifte nutzen wir noch weniger. Oh. Warum befindet sich euer Geschäft eigentlich hier unten im Kanal? Die Luftfeuchtigkeit ist besser für die Zutaten. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag frische Nirnwurz oder das Fett gemalter Trolle geliefert. Das Wasser holen ist auch viel einfacher, wenn der Kanal direkt vor der Tür liegt. Außerdem ziehe ich die Stille vor. Dieser Laden ist nicht zum Stöbern da. Kommt rein, kauft euch, was ihr braucht und verschwindet wieder. Arbeitet ihr eigentlich allein? Von wegen. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt irgendwas zustande bekomme, so oft wie ich hier gestört werde. Meine Frau Hafjörg. Tja, sie ist wohl ein notwendiges Übel. Kein bisschen Talent, was die Alchemie angeht, aber sie sorgt dafür, dass ich nicht hungern muss. Dann wäre da noch Ingun Schwarzdorn. Ein kluges Kind und ein würdiger Lehrling.
wenn sie nicht gerade meine seltenen Zutaten verschwendet.